Wir sind jetzt eigentlich schon recht. Also, wir sind Level 12 und. Ja. Also, bis zur Meisterfähigkeit. Ja, das ist richtig geil eigentlich. So, was rüsten wir auf? Wir haben noch 2 Punkte, da können wir schon ein bisschen was aufrüsten. So, Chance für kritische Treffer bei Kontern. Okay, was ist denn das da? Erlaubt das Rennen im Kampf, lässt sich schnell während der Abwehr bewegen. Aufladezeit für Angriff minus 50%. Chance übermenschliches Ausweichen während der Dauer eines Angriffs. Da brauche ich sowieso 2 Punkte fürs nächste. Da brauche ich 2 Punkte von da. Da brauche ich dann 2 Punkte hier und hier. Okay, das geht eigentlich auch gar nicht anders dann. Chance für kritischen Treffer für 10 Sekunden, nachdem ein Feind überraschend getötet wurde. Plus 5%. Hui. Okay. Geil. Was ist das da jetzt nochmal? Chance für kritische Treffer bei Kontern plus 15%. Ja, nee. Nee, ich weiß nicht. So, Feuerzauber. Ich weiß nicht, wie das mit den Feuerzaubern ist. Deswegen. Lass ich das mal. Das sollte ich mich mal vielleicht erkundigen. Oder vielleicht erfahre ich es ja im In-Game noch. Wenn ein überraschter Feind mit einem Schlag getötet wird. Das wäre natürlich. Ich benutze einfach mal das da. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und das nehme ich auch noch mit. So, dann haben wir mal überall einen Punkt investiert. Also hier, weil das erachte ich nicht so als interessant. Ich weiß gar nicht, Max Level weiß ich gar nicht. Gibt es das überhaupt? So, hier sind eigentlich eh keine mehr. Ach du Scheiße. Die schreckt mich hier. Ach du Kacke. Und da sollte ich noch wer. Nein, ich hasse diese Mimics. Gut, da waren wir schon. Dann war da vorne noch ein Schlangenvieh, also diese Rang. So. Aua. So, jetzt aber. Aua. Nochmal. So, jetzt. Okay. Sonst hätten wir ja alles. Gut, dann geht's gleich weiter mit. So, ich. Da ich Waldläufer bin, muss ich einfach schleichen. Es geht nicht anders. Ach du Scheiße. Sind da irgendwo. Die Armen sind Hundefutter. Aber ihre Ausrüstung scheint in guter Verfassung. Okay, sammeln die Ausrüstung der Wachen. Na, sehr cool. Die können wir dann entweder selbst einstecken oder den anderen Wachen geben. Ich glaube, er gibt sie dann den anderen Wachen. Mason wird erleichtert sein, dass seine Männer ihre Waffen und Ausrüstung nicht komplett zerfetzt haben. Ja, bring die Ausrüstung zurück. Das wollen wir jetzt noch nicht. Ich habe das. Mich beschleicht das Gefühl. Sie. Oh ja. So, das beschleicht mich nicht nur. Da ist auch so ein Viech. So, wo ist denn Sibylle eigentlich? War's das? Ja, das war's. So, wo ist denn? Ah, da. Und da haben wir noch eine Ausrüstung. Was haben wir da bekommen? Uiuiuiuiui. Imperiale Klinge, die ist noch besser als die, was wir jetzt haben. Zumindest vom Damage her. Ja, passt. Und Dolche haben wir, also, Dolch haben wir auch bessere, glaube ich. Weil die nämlich so golden geleuchtet haben, komischerweise. Keine Ahnung. Oh nein, die sind auf keinen Fall besser. Sie haben eine höhere Störfähigkeit, aber so wirklich besser sind sie nicht. So, eine neue Armbrust wäre mal geil. So, hier.
Heiltrank herstellen können wir sogar. So, warte, Maximum wäre 36, okay. So, mal gucken, wie spät. Ah, erst eine halbe Stunde Aufnahme, da habe ich eh schon ziemlich viel Action drinnen. Stell mal Heiltränke her. Schadet ja nie, kann ja nie schaden. Armbrustbolzen. Könnte ich jetzt nicht sagen, dass. Ausrüstung der Wachen. Questgegenstände. Okay, die haben eh kein Gewicht. So. Die verschwundenen Wachen. Die Ausrüstung zurückbringen. Jetzt fehlt uns eh nur die Hauptaufgabe. So, einmal hochklettern bitte. Ach du Scheiße. Das wird lustig. So, einmal speichern bitte. Ach du Scheiße, das könnte ein bisschen länger dauern. So. So, ich nutze ihn einfach mal. Aua. Aua. Ich habe gerade viel zu tun. So, jetzt mit den Feuerwaffen geht's vielleicht ein bisschen besser. So. Wie heißt sie? Ursibyl. Arbeitet auch ein bisschen mit. Ah, verflucht. Nicht genügend Magie. So, ein bisschen weg hier. Ah! Nein, lass sie in Ruhe! Verdammt! Ach du! Alter, schmeiß einen Heiltrank rein! Schmeiß ihn ein! Lass sie in Ruhe, verdammt! So, jetzt aber. Aua! So, mal die Haltung wechseln. Au, das ist nicht gut. Nein. So, Haltung wechseln, ganz schlecht. Da bleibe ich lieber bei der. Weil die andere Haltung, naja. Ist nicht so besonders, sag ich jetzt mal. Jetzt ist schon wieder das Licht angegangen. Weil will ich das gar nicht. So, stirb. Anna regeneriert sich eigentlich. Ganz formidabel. Ui, der Feuerzauber hat da, glaube ich, ein bisschen reingehauen. Könnte, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Aua! 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 So, nochmal getroffen werden und ich bin hin. Ah, verfluchte Scheiße. Ein Heiltrank hätte es schon getan. Ein Heiltrank hätte es vollkommen getan. Aber ja.
Gut. Auf ein neues. So, das kann man jetzt nicht abbrechen eigentlich so richtig. Ah, doch. Aua. Naja. Abbrechen ist ja auch wirklich die beste Möglichkeit. Kann ihn ein bisschen stunnen mit dem Feuerzaun. Aber anscheinend. Nur wenn er weit. Ich habe gerade viel zu tun. Ich kümmere mich erst um diese Kreatur und komme dann zu dir zurück. Was ein guter Grund ist. So, jetzt aber. Ah, jetzt. Jetzt verkackst nicht, Alter. Komm schon, pack deine Söldner-Skills aus und. Und rein da! So, und weiter geht's! Ich würde mal einen mächtigen Angriff machen, aber. Die gehen meistens ein bisschen daneben. Aua. Was ist das mit einer riesen Franke da? Was auch immer das ist eigentlich. So, ich maltretiere immer ein bisschen mit meinem Maus. Alter, wieso springst du nicht weg? Ah, das Mana reicht noch nicht. Schon. Was das? Ui, was war das? Und Feuerball! Oh, der ging glaube ich ein bisschen daneben. Jetzt komm schon. Ach Gott. So, jetzt aber. Wild eingeschnitzt in das Viech. Vielleicht sollte man halt teilweise auch ein bisschen ausweichen. Nicht nur. Also jetzt zur Seite ein bisschen ausweichen und nicht nur hin. Aua. Aua. Ich sehe nichts. Ah, jetzt ist es tot. Sehr schön. Puh, Glück gehabt. Au. Das ist furchtbar. Wir können die Frau nicht in dem Loch lassen. Wir müssen sie irgendwie befreien. Sibyl, mach das nicht! Ich kenne die Frau. Sie ist nicht zufällig hier. Sie ist eine Hexe. Wenn du sie befreist, laufen wir alle Gefahr, von ihr verhext zu werden. Aber Vater, wir können sie nicht einfach hier sterben lassen. Das wäre unmenschlich. Unmenschlich? Das ist genau das, was sie ist, mein Kind. Ist das die Stimme des Frevlers? Eolas, oder? Er hat mich in dieses Loch gesperrt. Halbnackt und ohne Wasser und Brot. Ich habe was? Verlogenes Stück! Hört nicht auf sie! Vater! Sie versucht, dich zu beeinflussen. Benutze deinen Verstand, Kind. Ich flehe dich an. Lass mich hier raus. Ich halte es nicht länger aus.